Gratulation nach Salzburg. 1:0 Sieg heute gegen Rapid und damit Salzburg zum vierten Mal in Folge Meister. Andi, wird es Ihnen schon fad? Ja, es wäre schon interessant, wenn man wie anderer Meister werden wird. Aber sie sind es verdient, das muss man sagen. Es war Anfang, also bis zur Hälfte der Saison hat man natürlich nie mehr erwarten können, dass sie so souverän Meister werden. Und wie gesagt, habe schon vorher, dass man da einen Trainer Oskar Garcia natürlich ein großes Lob aussprechen muss. Er hat Anfang der Saison mit wichtigen Verlusten von ganz wichtigen Leistungsträgern sich dann wieder aufs Wichtige konzentriert, hat einen tollen Job gemacht und jetzt im Frühjahr haben sie die Liga wieder dominiert und sind verdient Meister geworden. Ja, Salzburg souverän an der Spitze, Herr Rebedöger, so wie sehr oft in den vergangenen Jahren. Liegt das auch daran, dass die Konkurrenz heuer besonders geschwächelt hat? Ja, wenn man den Herbstdurchgang hernimmt, dann hätte man vielleicht das Gefühl haben können, dass die eine oder andere Mannschaft die Möglichkeit hat, den Salzburg eine Parole zu bieten. Aber das war nicht der Fall. Es war für mich echt überraschend, dass weder die Austria noch Altach und auch nicht Sturm die Chance gehabt haben, mitzuhalten. Und deswegen ist Salzburg wieder klar und auch sehr deutlich Meister. Ja, absolut. Also das war ein ganz wichtiges Spiel, wenn man bedenkt, dass jetzt das nächste Spiel auswärts in Ried haben und jetzt fährt man mit einem 4-Punkte-Vorsprung nach Ried und das war heute für sie ein ganz wichtiger 3 Punkte. Ja, über den Abstiegskampf reden wir gleich. Es war seit Wochen klar, aber heute ist es eben offiziell geworden. Salzburg ist wieder Meister geworden. Die Frage war eigentlich nur, wann, und heute ist es eben passiert. Es hätte schon ein Punkt gereicht für die Salzburger im Heimspiel heute Nachmittag gegen Rapid Wien. Letztlich ist es aber ein 1:0 Sieg geworden, guter Friedrich. Ja, selten hat man Oskar Garcia so emotional, so gelöst erlebt wie am heutigen Meistersamstag. Fußball gespielt wurde aber natürlich auch, und das erwartungsgemäß vorwiegend, von Salzburg. Insbesondere Wanderson ist extrem spielfreudig zu Beginn und gibt den ersten Warnschuss in dieser Anfangsphase ab. 11 Minuten gespielt zu diesem Zeitpunkt. Die Roten Bullen schnüren Rapid regelrecht ein. Nur 6 Minuten später. Gute Freistoßposition für die Salzburger. Wanderson mit einer interessanten Variante. Und Wallumperischer setzt den Ball über das Tor. Satt getroffen, dieser Ball vom Salzburger, der das letzte Duell mit Rapid mit einem Traumtor entschied. Die Roten Bullen lassen in Hälfte 1 den Ball gut zirkulieren. Haben bis zu 70% Ballbesitz phasenweise. Aber viel zu selten gibt es Chancen, so wie diese hier von Wanderson, der an Knoflach scheitert. Die beste Salzburg-Chance vor der Pause, wie so oft inszeniert von Wanderson, der an 7 von 9 Schüssen direkt beteiligt ist. In Hälfte 1 und Asaro kann den Abpraller nicht verwerten. 0:0 zur Pause beim Social-Media-Fan-Duell führt vermutlich Salzburg. Zweite Hälfte, Stunde vorbei, Rapid mit einem Einwurf. Salzburg bekommt die Situation nicht richtig in Griff und dann kommt Santo mit diesem wuchtigen Schuss und Murg im zweiten über das Tor. Die erste richtige Möglichkeit für die Hütteldorfer in diesem Spiel. Leiner blockt den ersten Schuss von Tamás Santo und Murg vergibt vor dem halbleeren Tor. Von Salzburg kommt nach Wiederbeginn sehr wenig. Also muss ein Standard hier. Lazaro auf Hichan Wang. Etwas zu unplatziert. Ja, und Rapid beginnt sich in dieser Phase plötzlich mehr zuzutrauen. Setzt offensiv häufige Akzente und dann probiert es der eingewechselte Schaub mit einem Antritt. Setzt den Schuss aber deutlich drüber. Nach gut 70 Minuten nimmt das Salzburger Spiel aber wieder etwas mehr Fahrt auf. Ulmer nach dieser Ecke mit der Flanke und Valentino Lazaro mit dem Traumtor. Trifft erstmalig gegen die Wiener, die auch im 18. Auswärtsspiel in Serie mindestens ein Tor kassieren. Kein Gegenspieler am zweiten Pfosten bei Lazaro. Quilitaia verlängert den Ball. Turnwald dreht sich weg, anstelle zu blocken. Und Knoflach bekommt die Fäuste nicht mehr hoch. Dafür aber 5 Minuten später wieder im Privatduell mit Valentino Lazaro. Toller Versuch, tolle Parade von Knoflach.
Der Rapid-Keeper hält die Wiener im Spiel und verhindert mit dieser starken Abwehrtat den Lazaro-Doppelpack. Und die Roten Bullen, die seit 6 Ligaspielen gegen die Hütteldorfer ungeschlagen sind, wollen jetzt die Entscheidung. Huang nach Sonnleitner Bock auf dem Weg zum 2:0, aber wieder ist Knoflach Rapids Retter. Und so bekommen die Gäste dann sogar noch die letzte Chance via Eckball. Aber Weike dreht diese Schaubflanke ins Torout und dann um 17.50 Uhr ist er endlich amtlich. Aus Sicht der Salzburger der 4. Meistertitel in Serie. Und obligatorisch gibt es natürlich die Bierduschen als Meisterbrauch. Salzburg ist ohne Wenn und Aber der verdiente Champion der Bundesliga-Saison 2017. Was sagen die erfolgreichen Protagonisten jetzt im Gespräch mit Gerd Grabert? Es fällt auf jeden Fall einmal eine große Last weg. Wir wollten es unbedingt schaffen, nach so einem Start in dem Jahr. Wir haben immer daran geglaubt, jetzt sind wir froh, dass wir es fixiert haben. Ja, ich denke, wenn wir daheim in der 33. Runde gegen Rapid im Meistertitel fixiert, gibt es nicht viel Schöneres. Und dann auch noch mit so einem Spiel, wo wir in 90 Minuten eigentlich dominieren. Und ja, eigentlich ist die Freude riesig und eigentlich können wir einfach mal feiern. Feiern nicht, wir haben ja nächstes Wochenende ein wichtiges Spiel. Nein, natürlich, heute treffen wir uns alle. Ich weiß noch nicht wann und wo, aber da sind die Jungs eher, die jungen Jungs eher für verantwortlich, die organisieren das schon und da werden wir heute in eine Stadt ziehen, denke ich mal, und lassen wir es richtig krachen. Wir wollten unbedingt vor eine super Kulisse heute, viele Zuschauer waren da, super Spiel gegen Rapid, eine sehr gute Gegner, denke ich, die haben auch ja, die letzten paar Spiele sehr gut agiert und wir treffen den wieder auf Cup und wir wollten unbedingt heute zeigen, dass wir schwer zu schlagen sind und wir werden jetzt wieder Gas geben die letzten paar Spiele und dann wieder nochmal im Finale gegen die Rapidler ein gutes Spiel anbieten und hoffentlich gewinnen wir das auch. I feel really good. Ich fühle mich richtig gut. Es war keine einfache Saison, wir hatten zwischendurch 9 Punkte Rückstand auf Sturm. Und nachdem wir einige Schlüsselspiele auch noch verloren, war die Mentalität der Spieler gefragt. Sie haben wirklich Großartiges geleistet und jetzt sind wir die Champions. Ja, es ist schon eine Erleichterung, dass es jetzt endgültig geschafft wurde. Ich bin richtig, richtig stolz auf die Mannschaft, auf das ganze Trainerteam, alle, die was mitgewirkt haben, auf den ganzen Staff. Es war keine einfache Saison, auch im Sommer, wie wir gestartet sind, viele Spieler verloren, dann die Enttäuschung im August mit dem Ausscheiden gegen Zagreb. Und ja, ist wirklich eine herausragende Leistung, finde ich, was die Mannschaft, die Spieler, die Trainer alle zusammen geleistet haben. Und wir sind hochverdient Meister geworden. Das ist jetzt 4 Runden vor Schluss, so einer Kulisse, es ist perfekt. Wir haben viel einstecken müssen zu Beginn dieser Saison. Aber jetzt können wir das Ganze endlich genießen. Und das sollen die Spieler auch. Sie haben sehr hart trainiert und verdienen sich diesen Titel einfach. Ja, Oscar Garcia stellt also die Spieler in den Mittelpunkt. Welchen Anteil hat er an diesem Meistertitel? Ja, einen ganz großen Anteil, wenn man nur zurückdenkt. Nach dem Champions League-Qualifikationsausscheiden war er schon sehr enttäuscht und in Wirklichkeit fast verbittert. Ja, und dann sind natürlich viele der Spieler, die diese Mannschaft geprägt haben, auch weggegangen. Und trotzdem hat er dann irgendwann einmal erkannt, welche Möglichkeiten das er mit dieser Mannschaft hat und wie viele junge, talentierte Spieler in Salzburg zur Ausbildung sind. Und wenn man sieht, wie die jetzt auftreten, schnell, beweglich, unglaublich selbstbewusst. Und das macht einem Trainer dann irgendwann Freude. Er hat eine gewisse Zeit gebraucht, aber wenn man sieht, dass er auch das System vom Gefühl her ein bisschen dieser Mannschaft angeglichen hat, dass er nicht mehr so extrem offensiv attackieren lässt, weil hinten natürlich die Defensive auch oft darunter leiden könnte, wenn er in Führung geht. Dann geht er ein bisschen weiter zurück. Und das ist natürlich besonders für seine Innenverteidiger nur gut. Ja, sagt der ehemalige Innenverteidiger. Ja, die Salzburger Dominanz in der Bundesliga in den vergangenen Jahren, die ist schon beeindruckend. Die Roten Bullen haben den 4. Meistertitel in Serie geholt. Das gelang zuvor nur der Wiener Austria in den Jahren 1978 bis 1981, ist also ein paar Tage her. 12 Saisonen in Serie in der Red Bull-Ära, immer in den Top 2. Das ist neuer Rekord, also Salzburg immer Meister oder Vizemeister geworden. Und Trainer Oscar Garcia
hat den Titel erfolgreich verteidigt, wie zuletzt Kurt Jara mit dem FC Tirol im Jahr 2001. Wie stehen nun die Chancen an die Herzog, dass Salzburg auch das Double holt wie im Vorjahr? Cupfinale am 1. Juni in Klagenfurt gegen Rapid. Na, zuerst muss man mal sagen, was Red Bull für ein Jahr hat. In Leipzig wird Zweiter. Die Jungen gewinnen die Champions League, jetzt wird man Österreich Meister. Also das ist natürlich alles aufgegangen heuer. Und fürs Pokalfinale sind sie der Favorit, aber in einem Spiel ist alles möglich. Und das müssen die Rapidler in die Köpfe reinbekommen, dass sie sich offensiv ein bisschen mehr trauen wie heute. Defensiv müssen sie ähnlich gut spielen wie heute, dann ist einiges möglich. Aber mit dem Selbstvertrauen der letzten Wochen ist natürlich Salzburg und auch mit der Qualität schon zu favorisieren. Ja, welche Bedeutung hat auf der anderen Seite diese Niederlage heute für Rapid? Keine große Bedeutung, weil ich der Meinung bin, dass sich Rapid heute gut verkauft hat. Sie haben sich zwar in der ersten Hälfte nur auf die Defensive konzentriert, auch deswegen, weil Salzburg sehr viel Druck gemacht hat, aber sie haben sehr viel Moral bewiesen in diesem Spiel, haben alles reingehauen, was sie gehabt haben, und vor der zweiten Hälfte haben sie bei 0:0 auch die eine oder andere Möglichkeit gehabt, um in Führung zu gehen. Also für mich war sehr vieles positiv, was man heute von Rapid gesehen hat. Ja, welches Resümee ziehen die Rapidler nach diesem heutigen Auftritt beim Wiedermeister in Salzburg? Gerhard Grabert hat sich natürlich auch bei den Hütteldorfern umgehört. Ich denke, die Mannschaft hat alles probiert, umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollten teilweise vorne attackieren, ist uns nur sehr selten gelungen. Salzburg hat uns reindrückt, Salzburg war heute klar besser. Aber ich denke, wir haben taktisch immer wieder probiert, gut zu stehen, haben gut verteidigt teilweise. Mehr war nicht drin heute. Gratuliere Salzburg zum Meistertitel, war auch verdient. Aber ich glaube, dass uns wir in den letzten Wochen davon genommen, dass die Leistungen stabiler werden. Es war heute eine enge Partie und ja, es ist nicht selbstverständlich, dass wir daherkommen und glauben jetzt, dass wir das Spiel da gewinnen. Salzburg ist verdienter Meister geworden. Sie sind die beste Mannschaft in dem Jahr in Österreich mit Abstand. Aber wir haben heute gut dagegen gehalten und es gibt uns Mut fürs Cupfinale, weil es ist auswärts schon schwieriger wie irgendwo anders und es gibt uns ein bisschen Mut. Aber ja, gratuliere Salzburg zum Titel. Ich glaube, also die Leistung letzte Woche war sehr, sehr gut, dass wir wissen, wann wir so auftreten, dass wir eigentlich jeden schlagen können. Wie gesagt, heute war es über weite Strecken kämpferisch sehr in Ordnung und taktisch ein sehr, sehr guter Auftritt, wobei es natürlich unterm Strich auch zu wenig war. Denken Sie manchmal noch zurück in einer ruhigen Stunde an den Saisonbeginn, wo man so große Ziele hatte? Nein, im Moment nicht, weil wir im Moment genug Bröseln haben und genug Probleme haben. Da bleibt fast keine ruhige Minute im Moment, aber ja, wir schauen, dass wir die Saison jetzt gut umbringen, dass wir noch die nötigen Punkte in der Liga holen, damit das reicht für den Klassenerhalt. Dann werden wir im Cupfinale noch mal alles reinhauen und da müssen wir natürlich die Saison analysieren und da werden wir dann ruhige Minuten finden. Und ja, ich glaube, wir sind dann doch sehr froh, wenn die Saison vorbei ist. Aber wir wissen, dass wir nur 4 Spiele zu gehen haben, da wo noch einiges an Entscheidungen vor uns sind. Und da wollen wir jetzt noch gut rauskommen am Ende des Tages. 35 Punkte liegen übrigens zwischen Salzburg und Rapid. Das ist eine Ewigkeit im Fußball. 12 Spiele, 12 Siege. Spiel. Sehr viel. Gut, die Saison ist zum Vergessen, gehört sicher zu den schlechtesten in der Geschichte von Rapid, aber das heißt nicht, dass sich die Mannschaft deswegen auch positiv weiterentwickeln kann. Ja, Rapid liegt auch 23 Punkte hinter der Austria, ist auch viel. Ja, es ist logisch, wenn du eine schlechte Saison hast, sind die Mannschaften ganz oben weit vor dir, das ist klar. Aber trotzdem ist jetzt ein Ziel noch, abgesehen davon, dass man doch noch vielleicht einen oder anderen Punkt holen muss, damit man sicher ist, dass man nicht absteigt. Aber im Cupfinale müssen noch mal alle Kräfte gebündelt werden und dann muss man schauen, dass man die Salzburger wie auch immer besiegen kann. Ja, das sind für Sie zusammengefasst noch einmal die Ergebnisse des Tages. Salzburg schlägt Rapid 1:0, die Austria gewinnt gegen Ried 3:0. Admira, wie eben gesehen, 3:2 Sieger gegen Wolfsberg und St. Pölten gewinnt gegen Mattersburg 1:0. Vor dem morgigen Spiel Altach gegen Sturm sieht die Situation in der Tabelle so aus, dass es weiterhin unglaublich spannend bleibt im Kampf gegen den Abstieg.